Hallo und herzlich willkommen zu unserer Rubrik Spielevorstellungen. Heute stellen wir euch Kurz vor knapp von Helmut und Tobias Brunke vor. Dies ist ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem es vor allem auf eins ankommt: Augenmaß. Zwar braucht ihr zum Platzieren der richtigen Stäbe auch geschickte Hände, es kommt aber besonders darauf an, richtig einschätzen zu können, ob der aktuelle Stab passt. Das Spielmaterial besteht aus verschiedenen langen Holzstäben, die nach und nach auf den roten Säulen platziert werden. Dabei fängt jeder Spielende mit einem Vorrat an Säulen an und wer zuerst alle Säulen los wird, gewinnt. Vor dem Spiel wird mit einer Schnur das Spielfeld abgesteckt. Je nach Spielendenzahl fangt ihr mit einer Anzahl Säulen an. Die Baustäbe werden in einer Spirale um die Schnur gelegt, mit dem Äußersten beginnt das Spiel. Vorher kommen aber noch 10 Säulen auf das Spielfeld, danach platziert jeder Mitspielende noch eine seiner Säulen in der Mitte. Kommen wir nun zu den generellen Bauregeln. Säulen dürfen nur so platziert werden, dass mindestens eine Säulenbreite neben ihnen Platz bleibt. Alle Konstruktionen müssen auf Stabilität ausgelegt sein. Das heißt, Stäbe dürfen nicht so weit überstehen, dass sie herunterzufallen drohen. Zudem müssen beide Stabenden vollständig auf einer Säule liegen und dürfen nicht überstehen. Bereits liegende Stäbe dürfen zwar verschoben werden, allerdings nur so weit, dass sie noch legal liegen. Und nur mit dem Stab, der aktuell verbaut wird, nicht mit den Fingern. Ist ein Spielender am Zug, sagt er einen Bau an, indem er zeigt, auf welche zwei Säulen er den Stab bauen will. Danach haben reihum die anderen die Möglichkeit, ihn zu überbieten. Das heißt, sie sagen einen Bau auf einer höheren Ebene an. Das höchste Gebot muss dann den Bau, wie angezeigt, durchführen. Gelingt der Bau, darf der durchführende Spielende eine Säule auf den gerade angebauten Stab und auf einen Stab in jeder Ebene darunter platzieren. Gelingt der Bau nicht, aber der Spielende hat einen anderen überboten, bekommt er von dem Überbotenen so viele Säulen, wie er mit seinem angesagten Zug hätte verbauen dürfen. Stürzt die Konstruktion beim Bau ein, kommt der aktuelle Stab und alle Heruntergefallenen aus dem Spiel. Der Bauende muss eine heruntergefallene oder freistehende Säule zur Strafe seinem Vorrat hinzufügen und der Spielzug endet. Nicht überbaute Säulen, die beim Bauen im Weg sind, gelten als Störsäulen und dürfen aus dem Weg auf die Spielfläche gestellt werden. Sollte ein Stab eine komplette Runde nicht verbaut werden, weil kein Spielender sich traut, eine Ansage zu machen, wird dieser aus dem Spiel entfernt und es geht mit dem nächsten weiter. Das Spiel geht so lange reihum, bis der erste Spielende keine Säulen mehr hat und gewinnt. Kurz vor knapp ist ein sehr abwechslungsreiches Spiel, das allerdings auch etwas Übung braucht. Wer, wie im Beispielvideo, es nicht schafft, alle Säulen loszuwerden, bevor der Runde die Stäbe ausgehen, naja, eine eher unbefriedigende Partie, die Runde muss sich schon was zutrauen. Wir hoffen, ihr werdet Spaß mit dem Spiel haben und diese Spielvorstellung hat euch weitergeholfen. Hinterlasst doch gerne einen Kommentar, welches Spiel wir als nächstes vorstellen sollen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es doch bitte, teilt es, abonniert unseren Kanal oder hinterlasst einen Kommentar. Danke für eure Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal.